Hallo und willkommen, meine Lieben, zu unserem neuesten Let's Play-Projekt hier auf dem Kanal. Jo, Civilization 5, Brave New World, das DLC dazu. Wir bauen uns eine Nation auf, von der ja, Steinzeit oder noch weiter zurück, bis in die Zukunft. Wer Civilization nicht kennt, der hat da ziemlich gepennt. Naja, gut. Und wem es gefällt, einfach zuschauen. Wenn es euch Spaß macht, das Let's Play, lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Ihr könnt Tipps geben, bitte, weil ich bin jetzt bestimmt nicht der Top-Civilization-Spieler, obwohl ich Civilization schon seit dem zweiten Teil, den es gibt, kenne und auch immer wieder gezockt habe, aber Entschuldigung, eigentlich nie jetzt hier mit großen Ambitionen, sprich toller Profispieler oder so. Wir gehen mal rein. Ich habe schon den Lautstärke und so alles ein bisschen geregelt. Ich hoffe, das ist soweit okay. Einzelspieler, Spiele-Setup. Wir spielen, das habe ich so mir gedacht, mit Russland, Katharina der Großen. Wir haben hier die sibirischen Reichtümer sozusagen als ja, Volksbonus oder so, kann man sagen, Stadtbonus. Strategische Ressourcen gewähren uns plus 1, also was auch immer da, Stein oder was auch immer. Ja, und doppelten Ertrag von Pferd, Eisen und Uranressourcen. Also wenn wir jetzt eine Pferderessource finden, sagen wir mal, das sind 4 Pferde, dann haben wir den doppelten Ertrag davon. Wir spielen auf Kontinenten. Wir spielen riesig, ich weiß, das ist vielleicht für ein Let's Play nicht unbedingt optimal, aber ich mag es. Groß, ja, so riesig. Also spielen 12 Spieler insgesamt. Wir machen, was machen wir denn? Wir spielen auf, es gibt 8 Stück. 4, 1, 2, 3, 4. Wir spielen auf Prinz, also komplett ausgeglichen. Ja? Sollten wir irgendwo ein neues Projekt dazu starten, zu Civilization 5, dann gehen wir höher in der Schwierigkeitsstufe. Ich habe bis jetzt immer nur so auf Häuptling gespielt, privat, also von daher, man verzeihe mir, dass ich hier nicht auf Gottheit spiele. Okay. Gibt es denn im erweiterten Setup? Gucken wir hier mal rein. Die anderen Zivilisationen, die lassen wir da. Stadtstaaten 20, lassen wir auch mal. Es gibt Kontinente, riesig, Prinz, Spieltempo ist episch. Wir starten in der Antike. 4 Milliarden Jahre ist die Erde alt. Wir haben gemäßigte Temperatur, normaler Regen, Meeresspiegel ist mittel, Ressourcen ist Standard. So, Siegtyp, Zeit, Wissenschaft, irgendwas davon. Dann gibt es hier noch das ganze wütende Barbaren, schneller Kampf, komplette Vernichtung, solche Sachen eben. Aber das lassen wir alles mal. Dann würde ich sagen, wir schießen den Gummi ab und schauen uns mal, was uns erwartet. Viel Spaß! So, also. Katharina im Russischen Reich. Was haben wir? Wir haben die sibirischen Reichtümer, haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben als berittene Einheiten können nur wir die Kosaken bauen. Dazu brauchen wir aber Pferde. Und wir können den Kripus bauen. Und die zwei Dinge haben wir und wir beginnen unsere Reise. So, wo sind wir denn angekommen? Also, wir haben, ja, danke, danke. So, wir haben Stein, wir haben nochmal Stein, Wild. Wir können eigentlich nur hier richtig angegriffen werden, hier über Marineeinheiten, okay. Wir haben Fisch und wir haben Perlen in der Nähe. Also das heißt ganz einfach, wir hätten hier eigentlich eine recht nette Ausgangsposition. Wir haben Felder dabei, also Grasland, das hier, das passt. Und damit haben wir Moskau gegründet.
So, wir schicken unsere Krieger aus. Also es heißt, aha. Okay, hier kommt kein Gegner drüber. Das ist schon mal nett. Guter Schutz von der Seite. Jetzt müssen wir dann mal aufklären, was es hier so ist. Hier sehen wir noch Schafe, hier sehen wir wieder Fische, ein bisschen Wüste. Okay. Alles klar. Das erste, was wir hier produzieren werden in Moskau, ist das Monument. So. Da haben wir die Ansicht jetzt hier nochmal. Hier haben wir die Schafe und so weiter. So. Schön. So, da brauchen wir jetzt nichts. Okay. Alles klar. Die Forschung haben wir noch. So. Öffnen wir mal den Technologiebaum. Danke. Also. Grün bedeutet verfügbar. Blau ist die laufende Forschung. Und das hier ist erforscht. Also wir haben im Endeffekt die Landwirtschaft. Ne? Wir können jetzt gehen auf Keramik. Da geht es dann Kornspeicher, Schrein. Wir können in die Tierzucht gehen. Ist mit dem Wild, was wir vor der Tür haben, nicht schlecht. Oder wir gehen Richtung Bergbau. So, wir haben ja jetzt das mit den mehr Ressourcen. Das würde gehen für die Pferde, später für Uran. Oder auch ja Stein. Und wir haben ja Stein. Von daher würde ich sagen, wir gehen über den Bergbau, die Steinmetzkunst. Das ist mal unser erstes hier. Genau. So. Ja. Und dann haben wir das soweit hier die erste Runde beenden können. Wir gucken mal auf unser Land. Danke. Man kann also auch Geländefelder kaufen. Jetzt können wir hier zum Beispiel kaufen. Wir sind hier zurzeit tätig. Okay, das ist okay. Ja. Dann nächste Runde. Okay, jetzt ziehen natürlich erstmal alle anderen Spiele, die Stadtstaaten und die Barbaren. Das dauert vor allem in der ersten Runde etwas länger, später dann weniger. So, gucken wir mal da. Jetzt sind die Barbaren gerade dran. So, jetzt wieder wir. Gehen wir mal hier weiter. Oh, wir haben einen Stadtstaat in der Nähe. Ja. Budapest. Budapest. So, ich bitte um Verzeihung. Ja, wir haben Budapest getroffen. Wir sind die erste Großmacht, daher kriegen wir 30 Gold. Sie sind militaristisch, sie sind freundlich gesinnt und sie haben die Ressource Gold. Gut. Dankeschön. Jo, hier wird gebaut, das Monument. Gucken wir mal weiter. Das heißt jetzt auch hier wäre eine Handelsroute möglich später. Okay. So, jetzt gehen wir in den Wald. Da können unsere Krieger aber nur ein Feld gehen, keine zwei. Okay. Lassen wir uns mal überraschen. Also hier ist anscheinend auch hier erstmal dicht. Das ist gut. Okay. Tundra, wieder Stein. Interessant. Wie wir uns da wohl weiter ausbreiten können dann. So, nächste Runde. Einmal da. Wir gehen auf die Hügelkette zu, gehen dann hier hoch, würde ich sagen. Hier ist ein Fluss. Okay, hier geht's dann weiter. So. Hier hoch, hier haben wir Kühe, also Vieh. Wir haben nochmal Schafe, Stein. Zugang zum Meer. Okay, wir werden jetzt erst hier rüber gehen, gucken, was hier noch so kommt in der Nähe der Stadt. So, lala. Zu den Schafen. Da war schon dies, okay. Hier haben wir Sumpfland. Na, hier so rüber. Oder wir gehen ins Sumpfland. Na gut. Aha. Trüffel. Mmh.
Nett. Trüffel, Wild, Sumpfland, Kühe. Auch interessant. Das ist auch eine schöne Ressource hier, Trüffel. Also wir kriegen dann Perlen hier hinten, hier. Das ist nett. Oh, dann noch eine Fische. Wäre vielleicht hier interessant, eine Stadt zu gründen. Sumpfland ist jetzt nicht optimal, aber hier auf dem Hügel wäre vielleicht interessant. So, gucken wir mal weiter. So. Mal gucken, wann wir auf Ruinen stoßen. Ruine bedeutet nämlich, man bekommt irgendeinen Bonus. Der kann sehr gut sein, zum Beispiel einen Siedler geschenkt oder einen Bautrupp. Oh, Projekt abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt geht ihr erst da weiter. So, und wir bauen uns einen Speer. Den Speer schicken wir dann auf der Seite weiter und ihn schicken wir hier hinter, würde ich sagen. So. Ich habe jetzt auch Civilization 5 ausgewählt als Let's Play-Projekt, weil ja der sechste Teil angekündigt wurde. Und da muss ich sagen, bin ich sehr gespannt drauf. Den werde ich mir auch holen und ich glaube dann auch gleich als Let's Play bringen. Und wo ich mich jetzt noch wahrscheinlich, wo ich mir noch holen werde, ist das Beyond Earth oder Beyond Earth, der neueste Ableger in der Civilization-Reihe. Gibt mir schon ein bisschen wieder. Der ist nämlich noch im Steam Summer Sale heute um 67% mit dem Addon Rising Tide reduziert. Gestern beim Steam Summer Sale eingekauft für fast für 20 Euro habe ich mir alte Ruinen bergen Geheimnisse, gekauft, die unserer Zivilisation nützlich sein können. Ja, danke schön. Waren zwar auch ältere Sachen dabei, aber 16 Spiele für 20 Euro. Not bad. Wobei ich auch den Sale von GOG gut fand. Good old game. Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. So, und jetzt haben wir die erste Ruine erforscht und da haben wir Überlebende gefunden. Die lassen sich in unserer unseren Städten, oder in dem Fall ja nur in einer Stadt, Muska, nieder. Und dadurch wächst die Bevölkerung. Dankeschön. So. Hier überall Fog of War. Hier hängen wir noch Marmor. Wir gehen jetzt mal dahinter mit ihm zum Erkunden. Also die Ausgangssituation von unserer Stadt ist bis jetzt nicht schlecht, dass er nicht so leicht angegriffen werden kann. Hier haben wir noch Büffel und Bisons. Genau. Ja, bei GOG habe ich mir auch gekauft. Was habe ich mir bei GOG gekauft? Jacket Alliance 2. Die Sanftmütigen werden die Erde besitzen. Aber nicht die Schürfrechte. Sehr schön. Dann Baldur's Gate 1 in der Enhanced Edition. Kam dann noch dazu. Hotline Miami, der erste Teil. Und dann hat es gereicht. Über die Punkte, die man da bekommen hat, sich... das eine war Spelunky. Das Spiel kostenlos zu bekommen. Man hat... was hat man bekommen? Das alte System Shock 2 hat man, glaube ich, kostenlos bekommen. Und Gabriel Knight. In der ja, verbesserten Grafikversion. Da bin ich mal gespannt. Soll ja gut sein, habe ich nie gezockt, muss ich sagen, obwohl ich ja schon so 2 Jahre Computerspiele kenne und zocke. Wir haben ein Barbarenlager entdeckt hier ganz außen. Wir werden dann mit dem auf den Hügel ziehen und dieses Lager angreifen. So, was machen wir hier? Wir machen uns einen Bautrupp. Wir haben Forschung betrieben und wir gehen auf die Steinmetzkunst, weil wir brauchen die Steinmetzkunst für das und das. Genau. Ja. Hier haben wir die Perlen. Da müssen wir dann nochmal auf die Seefahrt gehen, weil wir haben Fische und Perlen hier draußen. Genau. So. Ja, verstanden. Die feindliche. Alles klar. So, dich ziehen wir jetzt mal da rüber. Genau. Sehr schön. Eine. So,
Ja. Ja, die Kontrollzone. Da geht's hinten sogar weiter mit dem Wüstenfeld. Okay, alles klar. Nächste Runde. Jo. Ein bisschen rauszoomen könnten wir auch, sehen wir mehr. Gut, wir können eine Politik einführen. Gefällt mir. So. Bis jetzt haben wir Zugriff auf 4 Stück. Die Tradition für kleine Reiche. Hängende Gärten. Die Unabhängigkeit für Zivilisationen, die schnelles Wachstum anstreben. Ich habe vor, 6 Städte plus also zu erschaffen. So 8. 8 ist so mein Ziel. Ich bin ein Freund der Unabhängigkeit in dem Bereich. Ehre ist militärisch gesehen. Frömmigkeit, wenn wir viel auf Glauben gehen. Und ich würde sagen, wir führen die Unabhängigkeit ein. Wenn das jetzt der dümmste Fehler aller Zeiten ist, dann habe ich ihn halt jetzt gemacht. Einführen. Okay. So. Und dann schließen wir das. So. Dann mal drauf hier. Jo, wir sind mehr, gescheitert. Ja, ja. Etwas mehr Schaden genommen wie Sie hier. Der zieht ja noch darüber. Genau. Und dann haben wir nächste Runde ihn zur Verfügung. Und bei dem hinten werden wir nochmal angreifen. Und weiter so. Ah, schön. So, nächster Angriff. Also man sieht jetzt hier... wir sind jetzt schon schwächer wie sie. Aber das werden wir beheben. So, das Lager werden wir noch auseinandernehmen hier, oder? So, jetzt hier rein, zack. In den Ruinen findet ihr die Schätze eines alten Reiches. Ihr habt 95 Gold erhalten. Dankeschön. So, die Einheit hier kann befördert werden. Wir können sie heilen lassen, wir können sie verstärken. Entweder im unwegsamen Gelände oder im offenen Gelände. So. Jetzt haben wir Waldgrasland bei denen hier, das ist offenes Gelände. Schock. So. Dadurch stärker. Und jetzt lassen wir sie erstmal verschanzen, heilen. So, ihr zwei. Aha, hier haben wir schon Schnee. Schauen wir mal weiter, was passiert. Okay, wir machen immer noch plus 1 aber nur. Hier weiter. Okay. Also hier ist scheinbar dann schon Schluss, ganz so wie das aussieht. Hier wäre dann noch was. Hier müssten wir aber mit dem Boot rumfahren wahrscheinlich. Und was hier hinten ist, wissen wir ja nicht genau. Kämen die hier durch? 1, 2, ja. Müsste gehen. Okay, nächste Runde. Weil große Tundra-Bereiche, die zeigen, weisen ja immer darauf hin, dass es hier mit der Welt dann in die Eis Welt weitergeht. Und so wie das hier aussieht, ist es hier auch vorbei. Nicht gut. Zurückziehen. Weil jetzt haben sie 2 Einheiten. Das heißt, wir werden es jetzt, wir versuchen weiter zu heilen. Da kommen nämlich schon die nächsten. Sehr schön. Verschanzen. Da werden wir noch unseren Spaß haben. Hier ist interessant. Was haben wir denn? Stein. Da ist Wild. Färbemittel und nochmal Stein. Jetzt kommt es darauf an, was dahinter ist. So. Schauen wir mal weiter. Das ist wieder so ein... viel Tundra. Tundra gibt halt ein bisschen Nahrung nur. Interessant sind hier natürlich die Fische noch. Wenn man hier oben hinbauen würde zum Beispiel. Hier wäre es noch interessant wegen Bison und dem hier. Okay. Gut. Das war doch schon mal eine schöne erste Runde, würde ich sagen.
dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Civilization 5 Brave New World. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es gut war. Gebt mir Tipps und so weiter. Und wenn es ganz klasse läuft, lasst ein Abo da. Vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.